Karotten längs durchschneiden, Bohnen vier und Zucchini in Scheiben schneiden und Frühlingszwiebeln und Radieschen halbieren, sodass das Gemüse in gleich große Stücke geschnitten ist. Butter in einer großen Bratpfanne mit schwerem Boden schmelzen. Gemüse dazugeben und bei mittlerer Hitze unter häufigem Rühren braten, bis es weich jedoch noch knackig und bissfest ist. Olivenöl, Essig, Weißwein und Zucker in kleinem Topf bei schwacher Hitze erhitzen. Rühren, bis der Zucker aufgelöst ist. Vom Herd nehmen und klein geschnittenen Estragon dazugeben. Wenn das Gemüse fertig ist, das Dressing darüber gießen. Durchmischen, damit das Gemüse gut überzogen ist. Dann in eine vorgewärmte Servierschüssel geben. Mit frischen Estragonzweigen garnieren und sofort servieren.